sind Kalle und Blaue. Da müssen wir. Schnell, beeilt euch. Ducky, Spike. Schnell weg hier. Nehmt die Nestlinge und die Kleinen in eure Mitte. Und der Rest folgt mir und Großvater Langhals. Dann wollen wir den Schnellschnappern mal zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind. Hey, ihr Schnellschnapper. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Mir leid, aber heute Abend geht ihr hungrig in euer Nest. Diesen Schnellschnappern haben wir es aber gezeigt. Wie sind die bloß hierher gekommen? Sie müssen einen Weg ins große Tal gefunden haben, den wir nicht kennen. Es ist schon lange her, dass sich ein Scharfzahn ins große Tal verirrt hat. Das ist eine äußerst gefährliche Situation. Die Schnellschnapper sind auch meistens mit Rotklaue zusammen. Und Rotklaue ist der größte und gemeinste Scharfzahn von allen. Wenn die hier sind, dann ist er auch nicht weit weg. Dann müssen wir herausfinden, wie die Schnellschnapper hier rein und rauskommen. Genau, und bis wir das wissen, müssen wir Tag und Nacht auf der Hut sein. Spikey, willst du noch... Sie haben uns entdeckt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Littlefoot, du und deine Freunde, ihr lauft zurück und holt Hilfe. Vater Dreihorn und ich halten euch den Rücken frei. Ja, wir können die Scharfzähne aufhalten, zumindest für eine Weile. Beeilt euch! Rechtzeitig zurück. Wir müssen ihnen helfen. Du hast recht. Sie werden niemals gegen die drei ankommen. Was wir können tun, wir viel zu klein. Petri, schnell! Flieg ganz nach oben zu den Bäumen und wirf so viele Baumleckereien runter, wie du kannst. Wenn die Scharfzähne den Geruch der Baumleckereien nicht ausstehen können, dann reiben wir sie ihnen unter die Nase. Aber wie? Na, so wie wir immer die Bälle schießen. Worauf wartet ihr?
gemacht, Kinder. Die Baumleckereien können sie nicht ausstehen. Scheint Spaß zu machen. Werf so ein Ding zu mir. Weiß ich auch, wo wir hier sind. Das ist das geheimnisvolle Jenseits. Weg hier! Nicht schon wieder! Ufer, ja, nix wie weg. Ja, die gleiche Idee hat Klaue hinter uns auch. Nicht schlapp machen! Komisch, aber ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Wenn wir ihm helfen, dann frisst er uns sofort auf. Er ist ein Schafzahn. Das machen die ebenso. Du bist auch ein Schafzahn. Und du machst das nicht. Oh, seine Schmerzen sind stärker geworden. Naja, es liegen ja auch Steine auf seinem Schwanz. Kinder, schnappt euch, was ihr von unserem alten Nest finden könnt. Ich hoffe, Petri, ist nichts passiert. Ich habe noch nie so viele Streifen von Himmelsfeuer gesehen. Ich auch nicht. Der Himmel war so hell, dass man blinzeln musste. Wartet mal, was ist mit dem Felsen, auf dem Petri lebt? Wow, der sieht irgendwie anders aus. Oh, Littlefoot Jumper Ruby, mir froh, euch zu sehen. Wir wollten euch helfen. Ist mit euch alles in Ordnung? Wir in Ordnung, aber unser Hause leider nicht. Schön, dass ihr gekommen seid, Kinder. Wir brauchen eure Hilfe. Gesagt, ich bin klein. Und was hat er jetzt gesagt? Er will mir nicht glauben, dass wir Freunde sind. Oh.